Läuft. So, ich sage einfach Moin, schön, dass alle hier sind. Sie wissen, warum Sie da sind, weil wir gegen Rassismus sind und für Solidarität und für Freiheit und irgendwie auch für Liebe, oder? Miteinander. Die internationalen Wochen gegen Rassismus rund um den 21. März, dem internationalen Tag gegen Rassismus, der 1966 von der UN ins Leben gerufen wurde. Dieser Tag setzt weltweit auf ein Zeichen für Frieden, Freiheit, Toleranz und Verständigung. Dass die Lutherkirche, das Netzwerk Willkommen in Neuwunsdorf und die örtliche SPD aus diesem Anlass gemeinsam zur heutigen Demo einladen, nämlich Aufstehen gegen Rassismus, finde ich gut, richtig und unterstütze es aus vollem Herzen und bin immer wieder gerne dabei. Leider ist es auch eine Sache, die nicht ganz verzichtbar ist. Es wurde ja schon angesprochen, wir haben da auch so eine Fraktion im Parlament, auf die kann ich auch gut verzichten. Ganz im Gegenteil, sogar Aufstehen gegen Rassismus, die Stimme zu erheben gegen Ausgrenzung, Fremdenhass und Antisemitismus und Courage zu zeigen, wenn es darum geht, hetzerische Anwandlungen die Stirn zu bieten, zu all dem sind und bleiben wir aufgerufen. Denn die Feinde der Vielfalt und der Demokratie treten mal mehr und mal weniger in Erscheinung. Nie sind sie aber komplett abwesend, auch wenn wir das vielleicht gedacht hätten. In den vergangenen Jahren treten sie sogar wieder vermehrt auf. Rassistische Äußerungen und rechtsextreme Strömungen und Bewegungen haben sich nahezu und auf erschreckende Art und Weise in unsere Gesellschaft manifestiert. Dass der Rassismus auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt eine aktuelle Studie, nämlich die Leipziger Autoritarismusstudie. Rund 35% der dafür Befragten in Ost und in West stimmten Aussagen zu, wie die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Oder die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. 20% der Befragten meinten sogar, dass Deutschland eine einzige starke Partei brauche, die die Völkergemeinschaft oder die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpere. Das sind Entwicklungen, die sind dramatisch und dem müssen wir uns entgegenstellen. Diese sind bedenklich, alarmierende Entwicklungen, kann ich nur immer wieder sagen, wir brauchen noch mehr Menschen als heute hier, noch mehr Menschen als die, die momentan auch für den Klimaschutz auftreten, um diesen Hass entgegenzuwirken. Denn das ist manchmal, ich sage es, wie so ein Krebsgeschwür, das sich ein bisschen entwickelt und plötzlich auftritt. Deshalb lassen Sie uns heute ganz stark ein Zeichen setzen. Fremdenfeindlich und offene antidemokratische Einstellungen fristen längst kein Nischen- oder Stammtischdasein mehr. Sie treten inzwischen tatsächlich auch offen zutage. Der eine oder andere wird es merken, sehen und leider auch spüren. Die Aggression gegen Andersdenkende, Anderslebende, Andersaussehende, Andersgläubige sind alltäglich und in unserer direkten Umgebung wahrnehmbar. Umso mehr sind wir, die das Schild der Freiheit und der Solidarität unter den Menschen hochhalten wollen, dazu, wie ich finde, verpflichtet, dies auch deutlich erkennbar und nachdrücklich zu tun. So wie heute hier in Neuwulmsdorf. Wir können, wollen und werden nicht denen das Feld überlassen, die unsere Gesellschaft spalten wollen. Wir lassen uns nicht aufhetzen, nicht vor den nationalistischen Karren spannen. Der Hass oder wer Hass schürt und sozialen Unfrieden stiftet, bekommt es mit unseren Gegenstimmen zu spüren. Wir stehen für ein solidarisches Miteinander aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion und Einkommen. Und jeder und jedem, der heute hier aus diesem Grund da ist, bin ich sehr dankbar. Lassen Sie uns zeigen, wofür wir stehen. Lassen Sie uns aufstehen gegen Rassismus. Vielen Dank.